So, guten Abend, meine lieben Freunde und Abonnenten, hier zurück bei Dragon Quest 8. Wir stehen hier am Port oder an der Küste. Letztes Mal im Part, ich weiß gar nicht mal, welcher Part es war, dürfte 14 sein. Wir haben eine Steinaxt gefunden, super. Sind wir übers Meer hierher gekommen. Und jetzt kämpfen wir uns ein bisschen durch ein paar Feinde. Moment, hier mal das Kupferschwert weg. Dann die Steinschleuder. Mit Yangus greifen wir normal an und mit Jessica greifen wir auch normal an. So. Oh, ruft Unterstützung herbei. Ja, Wampendrache. Das ist eben das, was ich gemeint habe. Die können andere Monster herrufen. Und ja, mit Megastärkung sich selbst verstärken. Naja. Ein ganz nerviges Team also. Ja, nichtsdestotrotz müssen sie sterben, ne? Alle miteinander. So. Ach komm, Jessica, mach doch ein bisschen Schaden. Och, du meine Fresse, ja. So wie Yangus. Yangus, du greifst mal bitte den Wampendrachen an. Und Jessica, du kannst auch dem Wampendrachen mal eins unter die Mütze geben. Ja, liebe Freunde. Lacht den nicht. Ja, letztes Mal sind wir angekommen. Och nee, nicht schon wieder ein Wampendrache. Tja. Letztes Mal sind wir angekommen und haben etwas in unseren Alchemiekessel geschmissen. Dieses Ding ist auch schon bereits fertig. Wir werden sehen gleich, was es gegeben hat hier. Aber zuerst müssen wir diese Viecher besiegen mal. Sonst haben wir bald schon ein Problem. Nein, auch doch nicht das. Oh Mann. Ah, in Dragon Quest verklickt man sich ganz schnell mal. Tja. Nein, nicht noch die Verteidigung erhöhen. Kommt schon, bitte. Meine Fresse. Stößt Flammen aus. Ja, ich hab ja. Oh. Ach du meine Fresse. Das war ein bisschen zu viel jetzt gerade. Ach du meine Fresse, was war das für ein Angriff? Holla die Waldfee, also das war jetzt mal unerwartet. Muss ich gerade mal so gestehen. Eieieiei. Tja, dann müssen wir uns wohl heilen. Für Jessica sieht's schlecht aus. Die hat nix. Knapp überlebt, aber gerade noch heilen können. Mit Jessica sollten wir jetzt diese dumme Klingel endlich kaputt hauen. Was? Die überlebt? Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ja. Das war's. Weg. Nein, sie versperren den Weg. Okay, das war's. Dann machen wir es eben so. Mann, das war ja vielleicht unerwartet jetzt gerade. Wer wusste denn auch, dass das Ding hier 40 Schaden macht? Ach du liebe Scheiße. Tja, jetzt wissen wir's und werden den Viechern auch aus dem Weg gehen. Oder ja, es ganz sicher mal anders handhaben hier. So, Steinschleuder. Mit Yangus greifen wir mal den Äußeren hier an und mit Jessica greifen wir einfach mal alle an. So? Komm schon, Jessica, du schaffst es! Oh nee, Sephiroth kann sich nicht bewegen. Naja. Nein, Yangus auch? Mann! Das ist ja mal doof. Tja, diese Kettenhunde oder die Kettenköter, die sind nervig. So, nochmal Steinschleuder. Zack, 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 zack. Oh, und zwei erledigt. Super. Den dritten auch noch. Mit Yangus.
Und Sephiron sollte jetzt ein Level weiterkommen. Ja, und das tut er auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Maximale LP um 10, Stärke um 3, Flinkheit um 4, um 4 Talentpunkte. Sehr cool, dann bin ich ja mal gespannt, was der liebe Sephiron denn lernt. Kampfkünstler, die furchtbare Faust. Sehr schön, wie ich's, vorausgesehen habe. Die furchtbare Faust kann man vergleichen mit einem ziemlich starken Angriff. Kann man hier durch? Nee, kann man nicht. Gut. Wir brauchen aber jetzt einen Chimärenflügel, um nach Pilgerkeit zurückzukommen. Ich weiß, es ist Verschwendung, es ist gleich da vorne, aber hey, ich habe keinen Bock, noch weiteren Monstern zu begegnen. So. Jetzt, meine lieben Freunde, werden wir uns ganz kurz hier ausruhen. Ja, komm. Gib mir einfach ein Bett und halt die Backen. So, ja, ich habe gut geschlafen. Danke dir. Und jetzt nichts wie raus hier. So, jetzt zu dem Versprochenen. Wir haben hier im Alchemiekessel, mittlerweile ist es fertig. Ah, die Stunde der Wahrheit. Ich kann es kaum erwarten. Sehen wir uns einmal an, was du da zusammengebraut hast. Ja, sehen wir uns es an. Du hast einen Diebesschlüssel hergestellt. Ja, sowas haben wir denn hier. Oh, wenn ich mich nicht irre, ist das ein Diebesschlüssel. Gut gemacht, Sephiron. Du hast einen wahrlich seltenen Gegenstand hergestellt. Dies ist das erste Exemplar, das ich je zu Gesicht bekommen habe. Bravo, weiter so. Ich freue mich schon darauf, deine nächsten Kreationen bewundern zu dürfen. Sephiron erhält den Diebesschlüssel. Super. Wenn wir gleich mal so dabei sind, dann können wir hier uns ein paar Kräuter brauen. So. Dass der Kessel auch nicht kalt wird. Immer schön intakt bleiben. Super. Also, jetzt gehen wir mal zu diesem kleinen Kerlchen hier. Oh, was jetzt? Jetzt stecke ich echt in Schwierigkeiten. Das ist meine Schatztruhe. Aber ich hab's geschafft, den Schlüssel zu verlieren. Es ist mir egal, was drin ist. Aber wenn ich die Truhe nicht benutzen kann, kann ich keine Geschäfte machen. Ich frage mich, ob irgendjemand einen Schlüssel hat, der passen könnte. Schön wär's. Tja, mein Freund. Die Schatztruhe ist abgeschlossen. Sephiron schließt auf. Ta-ta-da-da, 200 Goldmünzen. Hui, na das nenne ich einen Schlüssel. Wer hätte gedacht, dass der meine Truhe öffnen kann? Habt ihr mir wirklich aus der Patsche geholfen? Wieso schnappt ihr euch noch nicht den Inhalt? Gehört alles euch. Ja, danke schön. 3 gratis Kisten. Cool. Einen Boomerang. Cool, sehr schön. Der Boomerang greift übrigens wie die Peitsche auch alle Gegner an. Und wir finden unsere erste Mini-Medaille. Ja, ich habe euch versprochen im letzten Part, dass wir in diesem Part eine finden, beziehungsweise im letzten. Hat leider nicht mehr so geklappt, da die Zeit einfach zu kurz war. Und jetzt ist es halt einfach so. Können wir denn was verkaufen? Hier, den Eichenholzknüppel, den brauchen wir nicht. Und die Steinaxt brauchen wir auch nicht. So, wie ihr seht, ist der Verkauf des Diebesschlüssels nicht möglich, da dies ein seltener Gegenstand ist. Ebenfalls die Mini-Medaille nicht. Die Mini-Medaille dient dazu, ja, es sind kleine Extras, die man abgeben kann und ab einer gewissen Anzahl erhält man eine schöne Belohnung. So. Den Boomerang brauchen wir noch. Den Boomerang müssen wir nämlich später kombinieren. Dies zu tun ist ein Ziel. Ich weiß nicht mehr von wo. Irgendwo müssen wir mal einen kombinierten Boomerang hinbringen. Dann bekommen wir etwas Spezielles. So. Die Magiepunkte erhöhen sich um 4. Sehr schön.
Und die Ausdauer erhöht sich um 2. Cool. Wir benutzen mal den Chimärenflügel und fliegen nach Fairbury. Den Grund dafür werdet ihr gleich erfahren. Wir haben nämlich noch etwas, ja, offen, würde ich jetzt mal sagen. Oder besser gesagt, wir haben etwas zu. Zu sind nämlich einige Schatztruhen hier in Fairbury, die wir uns jetzt unter den Nagel reißen. So, ihr könnt euch erinnern, hier im ersten Gebäude, beziehungsweise in der Waffenherstellungsfabrik-Dingens, nee, in der Waffenschmiede, gibt es 2 Truhen, die sind abgeschlossen, da kriegen wir noch was. Ein Zypresenstock, wow, sehr schön, kann man für 10 Gold verkaufen und für das hat sich jetzt das gelohnt. Nee, natürlich nicht, aber hier gibt es noch einen Dolch. Den wir, glaube ich, auch Jessica ausrüsten werden fürs Erste. Denn die Peitsche macht einfach meines Erachtens nach zu wenig Schaden, als dass wir ihn gebrauchen könnten. So. Jetzt macht sie wenigstens nicht mehr 17, sondern schon 29 Damage. Beziehungsweise wenigstens ein wenig etwas. Tja, dann haben wir hier noch die Kirche, die offen steht. Ja, ich habe gesagt, meine lieben Freunde, wir werden immer wieder an alte Orte zurückkommen, um verschiedenste Sachen zu sehen oder zu tun, wie hier diese Schatztruhe zu öffnen. Wo war sie denn? Hier. Und was war hier drin? Ich kann mich nicht erinnern. Eine Mini-Medaille, glaube ich. Ja, es ist eine Mini-Medaille und wir haben schon 2, liebe Freunde. So. Da, 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 da. Und die schöne Musik von Dragon Quest. So, jetzt frag ich mich, Import Prospect, gab es in einem, tja, Brunnen, würde ich mal sagen, einen kleinen Kumpanen, der ja vom wütenden Boss im Meer gesprochen hat. Und diesen haben wir jetzt besiegt und ihn zur Vernunft gebracht. Mal schauen, ob dies was ausgelöst hat. In dem kleinen Kerlchen hier. Salz! Ich will Salz! Ich möchte Salzwasser trinken! Ich platze! Bis ich platze, meine ich. Normalerweise liebe ich mehr. Der Boss ist schuld, dass ich hier bin. Er ist irgendwie merkwürdig geworden. Wirklich? Seid ihr sicher? Er ist wieder normal? Wow, das sind die besten Neuigkeiten, die ich je gehört habe. Jetzt kann ich endlich wieder zurück ins Meer, meine Heimat. Leb wohl, fieses Brunnenwasser. Vielleicht nehme ich noch einen letzten Schluck, bevor ich gehe. Okay. Keine Belohnung? Ha! Wenn ich wieder im Meer bin, werde ich diese lasche Brühe nie mehr trinken können. Also trinke ich jetzt am besten so viel ich kann. Okay. Keine Belohnung. Finde ich ja mal übelst kacke, da ich jetzt einen Chimärenflügel dafür ausgegeben habe. Naja. Was will man tun? In welchem Level ist eigentlich Jessica? Oh, die ist noch Stufe 9. Ja, dann ist kein Wunder, dass sie so schwach ist, ne? Tja. Wir geben ihr mal die Ohrringe, damit sie, ja, ein bisschen besser in den Kampf kann, ohne gleich abzukratzen. Aber hier kaufen wir wieder einen Chimärenflügel. Nee, sonst kann es nichts sein. Danke dir. Wir brauchen nicht mehr. So. Jetzt aber geht's wieder nach Pilgerkai. Beziehungsweise ein Städtchen weiter oder eine Kapelle weiter. So, da sind wir auch schon schön richtig draußen. Wir müssen nämlich in diese Richtung.
Und da kommen auch schon wieder einige Monster auf uns zu. Oh, ein Stierstar, der schläft. Okay. Mit dem kann ich was anfangen. Furchtbare Faust. Ein äußerst präziser Faustschlag mit verheerenden Wirkung. Mit verheerender Wirkung. Okay. Testen wir den gleich mal an dem Stierstar. Ah. Mit Jangus Axt der Angst auf den Kettenküter. Und mit Jessica probieren wir einfach mal, ja, ob wir den Stierstar ausgenommen bekommen. Zack! 21 Schaden. Okay. 6 Schaden. Ja. Nicht unbedingt so stark. Aber glaubt mir, liebe Freunde, mit Faustkampf haben wir nicht falsch gewettet. Da kommen noch einige starke Sachen. So, ein Kettenköter ist mal vorüber. Oder Geschichte. Dann greifen wir mal noch normal an, um zu sehen, wie, ja, der Normalangriff im Vergleich zum anderen Angriff ist. ...14 und 21. Okay, macht doch schon ein bisschen mehr Schaden. Aber im Großen und Ganzen nicht wirklich stark. Wird sich aber noch ändern, sobald Faustkampf die 10... ja, plus Angriff, würde ich jetzt mal sagen, erhält. Oder 15 oder 20 oder 30, wie auch immer. So! Zack, und weg ist das Vieh. Braucht das eigentlich EP? Nicht EP, MP meine ich, die Attacke. Sieht so aus, ne? Furchtbare Faust. Ein furchtbar Faust? Ja, sieht so aus, als würde es MP brauchen. Aber wir gehen weiter, meine Freunde. Und da hinten gibt es bestimmt eine Truhe. Da bin ich mir zu 1000% sicher. Aber zuerst geht's hier lang. Was ist das? Ein Feld? Ein Feld mit einem Hund drauf und einem schönen Hütchen. Ein Schaf, das vor uns ist. Ach, das Weihwasser war aktiv. Deshalb kamen so lang keine Monster. Tja, Weihwasser vertreibt halt wie Schutz in Pokémon nur die schwächeren Monster. Oh! Essen ist fertig, Kinder. Nee, ihr seht, wenn der Alchemiekessel Sachen rausspuckt, dann ertönt ein Ton. Ja, in diesem Klang. Eine starke Arznei wurde hergestellt. Dieses, lädt einfach doppelt so viel wie eine normale Arznei. Es ist sinnvoll, sich solche zu machen. Man kann auch starke Arzneien kombinieren zu etwas, was dann wiederum doppelt so viel LP gibt. Was aber keinen Sinn macht, da wir noch gar nicht so viele Life Points haben. Also mit starker Arznei sind wir schon mal schön gedeckt und ja, gut dabei. Oh nee, zwei Klingelinge. Tja. Furchtbare Faust nimmt 2 MP weg, wie ich mir gedacht habe. Ist aber auch okay so. Ach Mann, ey, nicht wieder dieser Wampendrache. Was? Weicht im Angriff aus? Tja. Okay, dann furchtbare Faust auf den hier, Axt der Angst auch direkt auf den hier und Jessica, du kannst auch den angreifen. Zack, der darf einfach nicht überleben und diese Feuerattacke machen hier, die alles auslöst oder alles ausdrünstet, nee, keine Ahnung, die hat uns einfach getötet. So, und tschüss. Was? Alleine keinen Schaden. Tja. Dann greifen wir halt so an, ne? Zack. Und Jangus erledigt das Ding. Mann. Die Frames gehen wieder runter und rüber. Moment. So, super. Jetzt funzt wieder.
Da hinten gibt's... Oh, mehrere Truhen sogar. Ach du meine Fresse. Ja, Leute, ihr seht, man kommt da gar nicht hin, weil das ist im Wasser. Hm, wie machen wir wohl das? Tja, das werdet ihr wohl noch lange nicht erfahren. Ist aber auch gut so, denn so bleibt die Spannung ja auch erhalten. So, wo sind wir denn jetzt hier? Oh, Musik wie in der Kirche. Hallo, Mönch. Getreuter Diener, ach so. Okay, dann speichern wir mal bei dir. Ja, natürlich auf dem Memory Card Steckplatz 1. So, da seht ihr auch schon, wie viele Stunden ich bis jetzt gespielt habe. Da könnt ihr immer so in etwa abschätzen, wie lange das Let's Play schon geht. Natürlich mit Offscreen-Training mitberechnet. Tja. In welchem Level ihr in welcher Zeit seid oder welchen Level ihr in welcher Zeit erreichen könnt. So, gehen wir mal hier rein. Wo sind wir denn hier? Oh, alle Knie nieder. Tja. Was haben wir hier drin? Mönch, hier drin ist auch nicht wirklich viel. Auch so ein komischer, ein komisches Beicht-Separé. Tja, da mach ich durch. Wow, das sieht schon etwas anders aus. Was haben wir denn hier? Zwei stramme Männer bewachen einen Eingang. Kann man mit denen reden? Halt! Who goes there? I don't know you. What are you doing in here? Hey, sehr unfreundlich. You need special permission to enter here. Leave now, unless you want to die by a Templar sword. I ordered you to keep strangers out, not to be rude. We have a reputation. Do you want to sully the name of the Templars? Marcello! I'm sorry, Captain. I apologize for the heavy-handedness of my men. We've had some trouble with strangers of late. Our duty is to protect the Abbey. We cannot permit nameless travelers to wander around at will. Matters within the Abbey are trouble enough. But that's no concern of yours. These are the Templars' quarters anyway. I trust you have no business here, so I would ask you to leave. I warn you, my men are ill at ease. I may not be able to stop them next time. Oha! Tja, da kommen wir wohl nicht rein. Naja, okay, dann gehen wir halt wieder. Ich denke mal, der hat sich klar ausgedrückt, der liebe Herr. Schauen wir hier, was sonst noch gibt. Ein Stückchen Natur. Oh, Kisten. Kisten, 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 Kisten. Die sind immer beliebt. Wir finden ein Weihwasser und nichts. Okay. Meine Fresse. Moment. So. Mann. Ich meine, es reicht ja schon, dass ich müde bin. Es ist mittlerweile 2 Uhr nachts und ich bin vor 1,5 Stunden nach Hause gekommen von der Arbeit. Da muss nicht auch noch der PC müde werden hier bei Dragon Quest. Das gibt's doch nicht. So, hier haben wir noch eine Mini-Medaille. Die dritte Mini-Medaille. Sehr schön. Und sonst haben wir nichts mehr, ne? Ja, gut. Tja, dann haben wir hier also nichts verloren. Das ist eine Abtei mit verschiedenen Tempelrittern und Mönchen. Aber ja, wie ihr selbst gehört habt, haben wir hier keine Chance, um reinzukommen. Tja,
Was erzählt eigentlich der Typ hier oben? Der Wichtige hier. Mit der roten Nase. Hast du nicht getrunken? Ungewaschenen Landstreichern ist es nicht gestattet, sich in den heiligen Altar zu nähern. Möge die Göttin euch niederschmettern. Das ist genau der Grund, weshalb wir die Templer benötigen, um ihn zu schützen. Ja, ja, chill. Chill mal, du betrunkener Taugenichts, du. Tja, meine lieben Freunde, wie gesagt, in dieser Abtei können wir wohl nicht viel tun. Tja, dann müssen wir halt wohl weiterreisen. Aber dies erst nächstes Mal, denn für heute ist es auch schon wieder Zeit, um Tschüss zu sagen, meine lieben Freunde. Ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und verfolgt dieses Let's Play so aufmerksam, wie ihr es bis jetzt gemacht habt. Ich danke euch an dieser Stelle übrigens fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Abend. Tüdelü und Tschüssikowski, euer Sephiroth.